Das bedeutet, ich weiß nie sicher, ob ich wirklich mit dem Ladepunkt verbunden bin. Ist auch für manche Leute egal, weil die möchten Strom haben, aber trotzdem, für manche Aspekte ist es sehr wichtig, weil. Danke. Okay. Also tatsächlich kann ich sagen, von den Bohrinseln wollte ich etwas Nachhaltigeres machen. Und dann habe ich gedacht, okay, entweder, ich hatte schon das Auto gekauft, aber nur noch die Arbeit fehlt. Und dann habe ich gedacht, entweder gehe ich irgendwie für Tesla arbeiten oder mache ich etwas, was auch sehr nützlich ist. Und es war dann Ladepunkte herstellen oder die Software dafür herstellen und sorgen, dass dadurch mehr Ladepunkte entstehen. Weil das war auch nur die Zeit, dass wir, ich glaube, einen Supercharger in Deutschland hatten. Und die Reise von und nach Norwegen war immer genau geplant. Okay, da 4 Stunden warten, da 2 Stunden warten, wenn nicht schon ein anderes Auto da steht. Und dann auch sorgen, dass man irgendwie da aufladen konnte, dass man eine Chipkarte hat oder so, oder dass man einen guten Draht hat zu einer Person dort. Das ist komplett anders in dieser 4, 5 Jahre gewesen. Das ist sehr gut natürlich. Aber deswegen hatte ich gedacht, ich möchte gerne auch irgendwie etwas dazu beitragen oder helfen. Sehr opportunistisch vielleicht gedacht, aber okay. Dann hat Volker hat gefragt, okay, ob ich etwas machen konnte, etwas sagen konnte über ein technisches Thema. Und dann habe ich gedacht, okay, du hattest 15, 11, 8. Okay, das ist ein neues Begriff, aber 15, 8 hier vorgeschlagen. Und das ist schwierig eigentlich, um das gut zu erzählen, weil das sehr technisch und mit sehr viel ja, Fachausdrücke vielleicht zu tun hat. Deswegen habe ich heute versucht, eigentlich nur eine kurze Vogelperspektive oder einen Überblick darüber zu verschaffen, damit man wenigstens weiß, womit man zu tun hat, wenn man das Begriff sieht oder auch wenn man mit einem Auto lädt, das diese Fähigkeit hat. Und dafür muss ich eigentlich ein bisschen zurückgehen zu der Historie. Wenn man mit einem Auto an einem Ladepunkt auflädt, gibt es ganz viele Sicherheitsaspekte. Und das ist eigentlich alles, sagt man, das Allerwichtigste, dass das Ladekabel, was man zwischen dem Auto und Ladepunkt hat, nicht durchbrannt, dass es zu viel Strom hat, auch dass das Auto nicht eigensinnig einfach 64 Ampere zieht oder so, obwohl nur 16 Ampere abgesichert ist. Also der Strom darf nicht zu viel sein, aber auch nicht zu wenig natürlich. Und deswegen gibt es einen Standard, woran alle Autohersteller, die einen Typ-2-Stecker haben, sich halten müssen. Und dieser heißt 61851. Das ist eine internationale Gruppe von Engineering, also ein Komitee von Ingenieure, die das festgelegt haben. Und die sagen, okay, wir machen von den bei dem Stecker, die zwischen den die Ladekabel, das zwischen dem Ladepunkt und Auto ist, machen wir einen Anschluss, einen Draht, reservieren wir für eine Fahrzeugkommunikation. Und wenigstens mit diesem Draht kann das Auto sagen zu dem Ladepunkt, ich möchte Strom haben oder ich bin fertig. Oder kann der Ladepunkt zu dem Auto sagen, okay, hey, du darfst laden, aber nur mit so viel Strom. Und das ist in diesem Standard genau festgelegt, mit wie viel Strom das ist. Zusätzlich noch, weil damit haben wir eigentlich nur das Auto berücksichtigt, muss auch noch der Ladepunkt wissen, was für Ladekabel dazwischen ist. Weil der Ladekabel kann ja vielleicht sehr dünnes Draht haben, aber wenn wir da einen sehr großen Strom da durchführen, geht das Ladekabel, wird eine schöne Heizung, aber wird nicht das Auto aufgeladen. Und deswegen ist in diesem Stecker ein kleinen Bauteil, ein Widerstand. Darin befestigt und die sagt zu dem Ladepunkt und zu dem Auto, was der Maximum Strom ist, die erzielen darf. Wenn wir zum Beispiel in die Zukunft schauen, wo wir ganz viele Autos gleichzeitig laden lassen möchten, dann möchten wir auch wirklich viel mehr Informationen zur Verfügung haben. Wir möchten zum Beispiel wissen, wie viel Strom lädt das Auto jetzt wirklich, weil das ist, was der Ladepunkt zu dem Auto sagt, aber das Auto kann weniger Strom nehmen. Ja, vielleicht ist es schon halb voll oder fast voll und dann muss er ein bisschen weniger Strom haben. Und das ist, was
was hier nicht so deutlich ist. Auch kann das Auto nicht zu dem Ladepunkt sagen, hey, ich brauche jetzt nicht Strom zu haben, aber erst in 8 Stunden, weil ich bin jetzt geparkt und der Besitzer braucht mich erst in 8 Stunden wieder. All diese Information ist sehr wichtig für den Ladepunkt, weil dadurch kann er eine Art von, ich nenne das Energiemanagement oder einen Zeitplan machen mit zum Beispiel ist der Solaranlage jetzt auf dem, ist noch nicht 12 Uhr und 12 Uhr ist vielleicht die meiste Strom zur Verfügung und dann möchte ich gerne um 12 Uhr das Auto laden. Hier wird das nicht berücksichtigt, da denkt der Ladepunkt, okay, ich gebe ihm jetzt alle Strom, damit er schon voll ist. Aber wenn das Auto zum Ladepunkt sagen kann, okay, erst um in 8 Stunden brauche ich voll zu sein, dann kann der Ladepunkt sagen, naja, der Solarstrom ist um 12 Uhr da, ich lade mal ein bisschen später. Und vielleicht gibt es ein anderes Auto, das diesen Strom aber dringend braucht. Und deswegen ist dieser Standard nicht so gut geeignet für die Zukunft. Und deswegen gehen wir zu der 1558. In der 1558, da wird das Auto zu dem Ladepunkt sagen, okay, ich brauche erst so viel, später so viel Strom. Und auch kann der Ladepunkt andersrum sagen zu dem Auto, du bekommst jetzt nicht so viel Strom, aber später erst. Und das sind alle Punkte, die 1558 bieten. Eigentlich, das ist alles noch für uns auch nicht so wichtig, weil wir möchten einfach das Auto vollgeladen haben. Was wir gerne haben möchten, ist, dass es automatisch geht. Wie beim Tesla, ich stecke dann Stecker rein und es kommt automatisch Strom. Und die Abrechnung kommt auch automatisch. vielleicht, wenn man noch eine neuere Tesla hat. Und deswegen gibt es noch ein wichtiges Feature von 1558 und das ist, er kann seine Identität von dem Auto zu dem Ladepunkt weitergeben. Und das heißt, heißt Plug and Charge. Und wenn wir jetzt noch denken an das vorige Bild, wo diese Signale da stehen, das ist in 1558 noch immer der gleiche Anschluss, aber dann wird über ein Hochfrequenzsignal. Wie zu Hause haben vielleicht manche Leute so ein Steckdosen-Internet. Da kann man einfach von einer Steckdose zur anderen Steckdose Internet weiterleiten, ohne dass man noch extra Kabel zu Hause führen muss. Genau das gleiche Protokoll, auch von dem gleichen Chip, die auch diesen Hersteller benutzt, wird auch bei 1558 eingesetzt. Und was ich gerade gesagt habe über Nachteile, ist auch noch wichtig, dass der Ladepunkt weiß dann vielleicht bei 1558, okay, ich muss in 8 Stunden voll sein, aber er kann auch wissen, wie viel der Akkustand ist, weil vielleicht braucht das Akku nur, da ist er schon für 80% voll und ich brauche nur noch 20% Strom dazu, um voll zu werden. Und auch das kann in 1558 zu dem Ladepunkt mitgeteilt werden. Und so kann der Ladepunkt wirklich intelligente Entscheidungen treffen. Dann kann ich noch etwas über diese Norm sagen. Ist seit 2010 in Entwicklung. Dann über die Vorteile, also haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Der Auto sagt zum Ladepunkt, wie viel Zeit er noch braucht, um voll zu sein. Da wusste der Ladepunkt früher gar nicht. Und ich denke auch, ist die Frage, was in der Zukunft überhaupt damit passiert, weil wir haben wirklich schon sehr viele Autos, die nicht 1558 reden können, aber die möchten trotzdem irgendwie kompatibel bleiben zu diesen Ladepunkten. Ja, wahrscheinlich wird dann immer noch dieser alte Standard, diese 61851, die wir am Anfang gesehen hatten, gültig sein für ältere Autos und die bekommt dann einfach wahrscheinlich den Strom ohne Priorität zu haben, so wie viel halt zur Verfügung ist. Aber da ist keine Intelligenz da. Auch was schön ist, wir können durch 1558 jetzt auch wirklich die moderne Fähigkeit benutzen, um ein Internet-Gateway zu verwenden. Also über diesen kleinen Anschluss, das wie zu Hause auch Internet anbietet, kann auch das Auto ein Firmware-Update bekommen. Also manche Autos, ich weiß nicht, vielleicht der Ioniq wahrscheinlich. Also solche Autos, wenn man die anschließt an einen Ladepunkt, könnte dann hier ein Update automatisch bekommen. Und das ist schon wertvoll. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter, weil das könnte verwirrend sein. Ich habe das selber bei mir selber festgestellt. Ich habe bei meinem Auto ein
Retrofit neulich gemacht, auch auf Berater von Volker, dass man auch mit dem Adapter CCS laden kann. Und dann habe ich gedacht, okay, CCS ist auch hochfrequent, ich probiere das mal aus mit dem Ladepunkt. Ich habe ja auch einen Ladepunkt zu Hause von unserer Firma, ob ich dann endlich auch 15F8 reden kann. Und ich war sehr neugierig, ich habe das reingesteckt und tatsächlich, ich bekomme einige Nachrichten zu sehen. Er meldet sich auch mit der MAC-Adresse von dem Auto. Ich sehe einen Hinweis auf mit welchem Protokoll das Auto reden möchte. Er möchte gerne auch mit 15F8, aber eine spezielle Variante davon reden. Ich habe gedacht, okay, endlich kann ich auch das Plug and Charge, was ich unterwegs habe, an der Supercharger auch zu Hause haben. Ich brauche nicht mehr zu autorisieren. Aber dann habe ich das bei der Arbeit erzählt und der Chef hat gesagt, naja, das ist zwar schön, aber deine Version ist in dem Aus ist nicht richtig der 15F8 Standard. Das ist eine frühere Version von 15F8, die heißt DIN-Spec, die ist aber nicht, und hier auch mit 70.1.2.1, ist aber nicht komplett ist kompatibel mit dem, was der richtige 15F8 zu bieten hat. Und eigentlich haben wir dann weitergeschaut und auch trotzdem der 70.1.2.1 kann auch eine Art von Plug and Charge machen, das heißt Auto Charge. Und als wir das dann weiter gesehen haben, haben wir jetzt auch entschieden, das auch in unsere Ladepunkte zu integrieren, dass auch unsere Ladepunkte mit einer Art von automatisches Laden, vor allem die Autos, die nicht 15F8 sind, aber schon DC laden können, die können dann auch automatisch starten. Und dafür müssen noch viele Sachen müssen noch gemacht werden, aber das kann ich gleich mal sagen. Auch ein großer Unterschied, das alte ist nur für DC-Laden geeignet, diese 70.1.2.1. Das ISO 15F8 kann sowohl für AC als DC-Laden automatisch Informationen austauschen. Und ich denke auch, was ein sehr wichtiger Punkt wäre, ist, dass wie wir das jetzt haben, ist die Kommunikation überhaupt nicht sicher. Ja, es gibt Leute, die haben selber irgendwelchen Adapter gebaut, haben das dann angeschlossen. Nein! An einem Ladepunkt, wo dann vielleicht Maximum 16 Ampere rauskommt, aber die ziehen trotzdem 32 Ampere. Und manchmal geht das. Und das wird mit 15F8, der ISO, der offizielle 15F8, viel schwieriger sein, weil da sehr viele Sicherheitsmechanismen eingebaut sind. So wie man auch zu Hause mit einem Webbrowser eine sogenannte SSL-Verbindung aufbaut und so, da ist, dann kann niemand in der Mitte kann das lauschen und sehen, was da genau über diese Internetleitung geht. So auch kann man sagen, bei dem Ladekabel da zu dem Ladepunkt ist es abgesichert, da kann niemand mehr dazwischen etwas selber bauen. Ich wollte noch kurz etwas zeigen von meiner Beobachtung bei der Tesla über diese DIN-Spec 70.1.2.1. Das ist ein bisschen nerdy vielleicht, aber das ist, was unser Ladepunkt in dem Moment gespeichert hat, als ich das Auto verbunden hatte. Ich habe jetzt die Uhrzeit und Stempel habe ich weggemacht, ein paar Teile habe ich auch weggemacht, aber hier sieht man zum Beispiel das erste, das ist neu bei 15F8, auch bei dieser DIN-Spec 70.1.2.1. Der Ladepunkt muss sagen zu dem Auto, ich möchte gerne auf dieses neue Kommunikationsprotokoll sprechen. Er gibt dann ein gewisses Signal aus, 5% Pulsbreite modelliert, aber und das macht er. Und daraufhin bekommt er eine Antwort plötzlich von dem Auto, dass er ein Paket bekommt von dieser MAC-Adresse. Das ist nicht wirklich, ich habe das ein bisschen geändert, aber trotzdem, so sieht es so auch aus. Und all diese Information wird plötzlich ausgetauscht. Aber das Auto möchte nicht mit TLS, mit dem Ladepunkt reden. Und das ist genau, was die Unsicherheit noch ist von dieser alten DIN-Spec. Die kann nicht so sicher kommunizieren mit dem Ladepunkt. Das bedeutet, ich weiß nie sicher, ob ich wirklich mit dem Ladepunkt verbunden bin. Ist auch für manche Leute egal, weil die möchten Strom haben. Aber trotzdem, für manche Aspekte ist es sehr wichtig, weil bei Laden ist das egal, aber sobald das Auto sich identifiziert bei einem Ladepunkt, dann muss es ohne, heißt es Zweifel, ist es notwendig, dass das Auto sagt, ich bin wirklich dieses Auto. Da ist niemand dazwischen, ich bin's. Und dann müssen wir mit
eine Art von ja, Zertifikate heißt es, aber Zertifikat ist nichts anderes als ein mathematisches Verfahren, um mit ein, ja, wie heißt es, an Unsicherheit grenzende Sicherheit zu bestimmen, dass es wirklich von diesen Personen kommt. Und er probiert zu reden in diesen sicheren Protokollen, geht nicht, und er sagt, okay, dann nicht. Und dann, dann sagt er, ja hier, hier sagt er plötzlich, dass er gerne mit dieser 70121 reden möchte. Ich sehe diese Zahl wirklich an der Standard aus 2012. Und deswegen, man sieht, 2012 ist schon sehr alt, aber das ist, was ich gerne reden möchte. Und danach kam zu meiner Erstaunen plötzlich auch noch ein Zusatzprotokoll, Tesla DIN 2018. Was das ist, weiß ich noch nicht, das muss ich noch herausfinden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Tesla denkt, okay, wir können es besser machen. Und da ein Zusatzprotokoll dazu gemacht hat. Aber das ist auf jeden Fall auch 15F8, aber noch die ältere Version. Jetzt wird es sehr komplex und deswegen möchte ich nicht viel darüber erzählen, aber nur um eine Idee zu bekommen, was, so, warum 15F8 sehr komplex ist, um wirklich zu erklären. Wir haben mit 15F8 mit sehr viel Entitäten oder Gruppen, Interessenhaber zu tun, die alle irgendwie vertrauenswürdig sein müssen. Ja, wenn der Ladepunkt zum Beispiel mit dem Backend, also das zentrale System, reden möchte, dann muss der Ladepunkt schon wirklich wissen, okay, da ist, ich rede wirklich mit dem Backend, da ist niemand dazwischen. Für Firmware-Updates ist das wichtig. Ja, wenn der Ladepunkt ein neues Firmware-Update haben muss, dann muss das sichergestellt sein. Auch dafür gibt es dann ein Zertifikat. Es wird in dem Ladepunkt ein Zertifikat eine gewisse Menge an Zahlen rein kopiert und die Zahlen in Kombination mit den Zahlen, die in dem Backend sind, können nur zusammen gewährleisten, dass es eine vertrauenswürdige Verbindung ist. Naja, und also was ich über Zahlen, das sind, ist nichts anderes als ein Zertifikat, aber wir nennen das halt Zertifikat. Und deswegen eine andere, wie heißt es, Entität, die auch eine Rolle spielt bei 15F8, ist eine, sozusagen ein Dienstleister, der ein, ich lese mal vor, der ein Vertragszertifikat für das E-Auto mit einer digitalen Signatur bereitstellt. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto, das ist alles für das, übrigens für das Plug and Charge gedacht, alles für das automatische Laden. Wenn ich mit meinem Auto an einem Ladepunkt komme und ich bekomme automatisch Strom, dann muss ich aber in dem Auto einen gewissen Daten oder Zertifikat haben, die sagt, okay, diese Kunde oder dieses Auto darf laden. Ja, das ist nicht, auch wenn ich meine... Der muss am Ende die Rechnung bekommen. Genau. Ja, er bekommt dann natürlich die Rechnung auch. Und das ist... Wenn man das vergleicht mit den jetzigen Verfahren, wir haben zum Beispiel, wenn wir nicht eine App benutzen, sondern einen RFID-Chip, dieser Chip ist unter Umständen eine Serie von nur 4 Zahlen, die ich an Ladepunkt halte. Und es ist sehr einfach, diesen Zahlen über China kann man etwas kaufen, um diese Zahlen zu kopieren und einfach auf Kosten von jemand anderem zu laden. Es ist wirklich sehr unsicher und deswegen hat auch in dem Rahmen von dem Eichrecht, dass man auch jetzt sagt, okay, es muss vertrauenswürdig sein, man muss eine vertrauenswürdige Abrechnung, Stromabrechnung haben. Diese Kilowattstunden, die da stehen, müssen auch wirklich übereinstimmen mit dem, was ich geladen habe. Wurde über Vertrauenswürdigkeit auch gesagt, diese Verfahren mit einer Chipkarte, so wie das jetzt ist, könnte sein, dass es in ein paar Jahren nicht mehr zugelassen ist. Und dann gibt es entweder das 15F8, wo das sehr gut abgesichert ist, oder vielleicht eine andere Chipkarte, die einen besseren Sicherheitsmechanismus hat. Oder es wird wieder Strom verschenkt, das kann auch natürlich sein. Dass, wenn es zu teuer ist, um den Ladepunkt zu updaten oder zu nachrüsten, dann kann es auch der Fall sein. Auch eine wichtige Partei drin ist ein Mobility Operator. Das ist mit wem wir diese Rechnung bezahlen. Oder von wem wir diese Rechnung bekommen. Auch davon gibt es wieder ein Zertifikat, die der Kunde dann geschlossen hat. So weiß, ich denke, das Backend weiß dann, okay, dieser Kunde ist berechtigt, um aufzuladen.
schlussendlich haben wir auch noch einen Autohersteller. Wenn wir ein Auto kaufen mit 1508, zum Beispiel bei der Arbeit haben wir ein Smart, ein elektrisches Smart von Smarty, hat dann da ein spezielles Zertifikat reingebracht, die von dem Hersteller kommt. Bedeutet, damit ist auch wieder gesichert. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, glaube ich, weil das steht ganz unten. Damit ist das Auto, Auto wirklich geprüft, dass das Auto auch laden darf. Und also wir haben da ungefähr vier Art von Zertifikate, die alle gestaffelt sind, um Sicherheit zu verschaffen, dass wir wirklich mit diesem Benutzer, dass er auch berechtigt ist und wirklich mit dem Auto zu tun haben. Ist vielleicht nicht so schön, weil es macht es sehr komplex, um das auch noch nachzuvollziehen und zu verstehen, aber trotzdem, ich denke, unsere Gesetzgeber wird das von uns verlangen, dass wir so etwas haben, weil wir dürfen in der Zukunft keine Zweifel an unserer Rechnung haben. Dann ist es über diese Plug and Charge, es ist wirklich, man steckt ein Auto in ein Ladekabel, mit dem Ladekabel in einem Ladepunkt rein und es wird dann über eine Art von TLS-Handshake, was man diese gleich wie eine SSL-Verbindung zu Hause, wenn man mit einem Webbrowser eine sichere Verbindung aufbaut, wird da eine Verbindung mit dem Ladepunkt aufgebaut. Und das Auto sagt dann zu dem Ladepunkt, okay, ich heiße so viel, das ist mein Kontakt-ID, ich möchte gerne laden. Und dann wird der Ladepunkt diese Kontakt-ID weitersenden zu dem Backend, vielleicht zu einem Roaming-Partner, weil es kann sein, dass das Backend diese nicht kennt oder dass es dann jemand anders ist. Und so wird dann von diesem Roaming-Partner eine Genehmigung kommen, zurück zu dem Backend, zurück zu dem Auto und so wird das Laden dann freigegeben. Und das Schöne ist, bei dem Laden, das ist neu, sagt auch der Ladepunkt eine Prognose für die Zukunft. Das ist sehr schwierig eigentlich, aber ja, weil man kann, so viele Faktoren kann man dafür beeinflussen, vielleicht ob es die Sonne gibt, ob der Wind kommt oder so. Und da gibt es auch noch nicht viele Standards dafür. Aber da kann das Auto dann auch berücksichtigen, wann es sinnvoll ist, um aufzuladen. Okay, das wollte ich sagen, das ist mit 1508 eigentlich. Reicht vielleicht auch, weil das ist schon sehr technisch, auf einer sehr schwierigen Ebene, aber du hast es gefragt und deswegen habe ich versucht, das einigermaßen erklärlich zu machen. Ja, danke schön. Ja.